Hallo liebe Cassie, hallo ihr Lieben da draußen. Ich bin ja total happy, dass wir uns heute sehen können. Endlich wieder. Die Woche ohne dich war nicht schön. Du hast mir gefehlt. Die Woche war eh schon so, aber ohne dich war sie jetzt ganz furchtbar. Und Oh, deswegen freue war ich mich, ja. dass du wieder da bist, dass ihr da draußen wieder da seid. Voll schön. Ja, seid gegrüßt miteinander. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben mit einer Woche Pause dazwischen. So ist das eben. Ja, so ist das halt. Ja, meine Jedi. Die Woche war so anstrengend. Wie ist denn deine Laune? Ist sie jetzt wieder besser? Ja, die war ja gestern so grottenschlecht. Und du hast mich zwar versucht aufzuheitern, das ist auch kurzzeitig gelungen, aber heute war es dann. Es gibt ja so Tage, da will man einfach, du weißt schon, so. Man will sie alle einfach nur hauen, ohne zu fragen. Wenn sie fragen, gleich nochmal. Es also sieht ja keiner, aber ich habe heute tatsächlich ein T-Shirt an, da steht drauf: Heute möchte ich was mit Menschen machen. Am liebsten schubsen. Kommt es so ungefähr deiner Laune Das kommt hin? total meiner Laune hin. Ich habe es auch echt versucht, noch mit dem Satz im Kopf, ich gehe jetzt schaukeln. Ich hatte wirklich überlegt, ob ich schaukeln gehe. Es war. Nee, also Dummheit kann grenzenlos sein. Das weiß ich jetzt. Ja, tatsächlich. Okay, also du hattest gewisse Ereignisse bzw. Erlebnisse, die da so also gewisse Emotionen in dir ausgelöst haben, ja? Mit den Mitmenschaft, so weißt schon. Ja, aber ich habe da vielleicht eine Lösung für dich. Hau raus. Guck mal. Ich sage nicht, dass wir alle dummen Menschen umbringen sollten. Ich sage nur, wir sollten alle Warnhinweise entfernen. Ja, und den Dingen ihren Lauf Das lassen. könnte glatt ein Spruch vom Teufel sein, aber das Clown-Gesicht passt auch gut dahin. Du meinst, da hat das Teufelchen seine Finger im Spiel? Also es klingt schon verführerisch, ja? Also dieses, wir sollten alle Warnhinweise entfernen und den Dingen ihren Lauf lassen, kann ich nur unterschreiben. An manchen Stellen zumindest, ja. Und da gibt es ja auch so viele Warnhinweise, die wir alle wegnehmen, ignorieren und verstecken könnten, oder? Absolut, ja. Wie wäre es denn mit Vorsicht, Absturzgefahr kann weg, oder? Macht es leichter, wenn das schon mal verschwindet. Ist das gleichzusetzen mit Vorsicht, Teppichkante? Vorsicht, Absturzgefahr? Du meinst, Achtung, bitte Vorsicht vor der Teppichkante. Die Teppichkante, die ist aber tatsächlich schon immer ein bisschen gefährlich gewesen, gell? Da hat Ja. die Omi auch immer die Fransen, weißt du noch, die haben die doch immer schön glatt gemacht, damit man da nicht so drüber. Aber ja, heutzutage ist das ja auch ein schönes Versteck für Miezekatzen zum Beispiel. Die lieben ja es unter einem, also unsere zumindest, oder unsere bisherigen liebten es immer und die jetzige auch wieder, unter den Teppich zu kriechen. Ich finde das immer sehr schön, wenn ich zu meinen Eltern komme und da so im Teppich so eine fette Beule ist. Ja. Was haben wir denn noch so? Vorsicht vor roten Flecken haben wir noch. Du meinst, don't touch? Don't touch. Von mir aus auch das. Ja. Sieht so ein bisschen aus, nicht auf den Blutfleck drücken. Ja. Hier hätten wir noch Rede mit der Hand. Der Kopf hört nicht mehr zu, oder? Ja, dass da andere, das ist hier Vorsicht, frei Mauern. Achtung. Vorsicht vor freien Mauern. Wovon? Ja. Ja, bitte bleiben Sie hinter der Mauer. Aber das eine musst du mir mal erklären. Was macht denn der da mit dem Fahrrad? Fährt der verkehrt rum? Ich tippe mal drauf, das ist das Warnschild für bitte keinen Kopfstand auf Fahrrädern machen. Oder bitte nicht mit dem Kopf zuerst durch die Wand. Also irgendwie. Ja, oder bitte nicht rückwärts fahren. Aber das eine Bild ist nur für Männer, oder? Das eine Schild. Meinst du dieses? Ja, Vorsicht vor malmenden Brüsten. Ah, siehst du, da wäre ich ja glatt in der Schilderprüfung durchgefallen.
Ich hätte nämlich gedacht, das heißt, Vorsicht, hier legt gleich der DJ auf. Ach. Aber du hast recht, könnte auch sein. Aber es ist ein bisschen auch auf die Brust. Und gucke, du sollst da ganz doll aufpassen, wenn ein Zug kommt, den sollst du nicht schubsen. Ja, Schubsen die den Zug nicht? rette die Züge. Ja. Rette die Züge ist schon Das schön. ist nicht Vorsicht Wildwechsel, das ist Vorsicht Bahnwechsel. Bahnwechsel. Ja. Ja. Da kann schon mal eine kleine Bahn vorbei huschen. Naja, das bringt uns ja zum nächsten Artikel, ne? Das ist ja gerade das Schöne. Du meinst, Apropos Bahn. ja, bitte. Was hast du denn da mitgebracht? Naja, du und ich haben ja immer so eine Freude, wenn wir so Bahnartikel finden. Und vor allen Dingen, wenn sie mal wieder, wir hatten ja schon so viele verschiedene Sachen dazu, ne? Und jetzt habe ich mir gedacht, du freust dich, wenn ich dir mitteilen darf. 80 Wochen Bauarbeiten. Ein Jahr hat nicht so 4 Wochen, gell? Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ja, Also, ja. was bedeutet das für Bahnreisende? Na, nix. Es wird wie immer zu spät und es wird geschätzt, ob vielleicht und überhaupt. Und sie können dann halt 1,5 Jahre lang sich auf Einschränkungen einstellen. Ich meine, dieser Satz, sie können sich ab 1. November auf Einschränkungen einstellen. Meutel, was ist denn da der Unterschied zu überhaupt? Ist ja nicht wirklich einer, oder? Nein, es ist kein Unterschied, nein. Also Nur eine neue Ausrede. wahrscheinlich. Und da, ich habe den Satz da unten drunter zweimal schon gelesen. Ich lese immer. Stotterbett? Was für ein Schrottbrett. Ach so, ich habe Stotterbett gelesen. Auch schön. Ein Schotterbett für neue Gleise. Worum geht's denn eigentlich? Eine Verbindung zwischen der Nordsee und dem Mittelmeer. Pendler müssen sich ab 1. November für 1,5 Jahre auf Einschränkungen einstellen. Ach, ab 1. November erst? Ja, Och. also jetzt halt quasi. Ach so, also bis jetzt lief alles quasi wie am Schnürchen. Ja, jetzt lieb, bis jetzt. Also, Fahrplan war tipptopp. Ah, ja, genau. Stehen zwei am Bahnsteig, sagt der eine. Oh, da kommt der Zug. Endlich mal pünktlich, sagt der andere, ist der von gestern. Die Deutsche Bahn, wenn wir die nicht hätten. Uns würden gerade die Witze ausgehen, oder? Ja, immer für ein Lacher gut. Oder eben für Jetzt die Frust. Je Bahn. nachdem, ob man Bahn fahren muss oder nicht, ist es eben Frust oder nicht, ne? Selbst die Bahn bezeichnet das Projekt als ein noch nicht dagewesenes Bauvolumen. Na. 80 Wochen lang. Gar nicht oder nur eingeschränkt befahrbar. Das betrifft bla bla. Die Bauarbeiten mit Fokus auf dem rund was für 3,5 Kilometer langen Streckenabschnitt brauchen die 80 Wochen. Was haben die denn vor? Machen die das in Feinarbeit, in Nadelarbeit, Na, ein Handarbeit? neues Stotterbett. Dann wird jeder Stein einzeln reingelegt, oder? Ja, und vorher geputzt und nochmal klein, klein, klein gehäckselt und so. Das Nach dauert Größen seine Zeit. sortiert. Wie bei Aschenbrödel, weißt du? Die Die Guten Guten ins ins Schotterbett? Bettchen. Genau. Und die Letzten, die Schlechten aufs Schrottbrett. Ein Prestigeprojekt, na, ganz fein. 80 Wochen. Naja, wenn du dir mal so anguckst, wie lange man so früher so für Streckenabschnitte die angeblich gebraucht hat, dann würde ich sagen, sind wir ein bisschen in einem Rückschritt. Oder? Ja. Jetzt sind es aber auf einmal 73 Kilometer, ne? Und da unten steht noch was von 160. Naja, egal. Auf jeden Fall, die neu verlegten Gleise werden was ganz Besonderes. Vielleicht erleben wir das ja noch. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Und dann ist man ganz, ganz schnell von der Nordsee am Mittelmeer. Sehr schön. Das ist auch eine Strecke, die ich auch tagtäglich vermisse. Geht es dir auch so? Ja. Ich wollte schon immer mal von den Niederlanden in die Schweiz und Italien. Muss ich da eigentlich erst da hochfahren, gell? Ja. Dann lass uns doch zusammen mal loslaufen, damit wir in 80 Wochen in den Niederlanden sind, damit wir dann zurück in die Schweiz oder Italien. Und dann können wir sagen, Erster. Wir waren schneller als die Deutsche Bahn. Ah. Wir müssen nicht nur breiter. Oh. Es müssen erstmal 213 Tonnen schwere Stahlbrücken abgerissen werden. Ja. Okay, das dauert seine Zeit, wohl wahr.
Auf die Tonne genau haben sie es ausgerechnet, gell? Hm. Und die muss höher werden, wegen der Schiffe. Genau. Naja, das erklärt natürlich einiges, warum man dann so lange braucht. Ja, unbedingt. Tja, na Vielleicht. dann, wir haben ja Ersatzbusse. Vielleicht Damit wird alles gut. sind bis dahin auch die Drohnen noch so, dass man sich da dranhängen kann und doch noch irgendwie mit der Drohne. Grob geschätzt pünktlich kommt. Ja. Ja, nee, da bleibe ich lieber zu Hause, ganz ehrlich. Das verstehe ich. Und gesegnet seien die, die ein Zuhause haben. Ja, das wird immer schwieriger. Ja, weil. Man muss nämlich jetzt teilen, stimmt's? Ja, es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, ne? Das ist der Hammer. Was haben Sie sich jetzt wieder schön einfallen lassen? Ein-Personen-Haushalte werden verboten. Der Staat greift durch, denn 13,22 Millionen Deutsche leben allein, ohne Partner. Vielleicht gerade noch mit Hund oder Katze. Sind Sie doch nicht alleine? Was wollen Sie denn? Diese Personen, ja, Personen belegen 13,22 Millionen Wohnungen. Von winzigen 20 Quadratmetern bis hin zu verschwenderischen 5-Zimmer-Wohnungen allein für sich. Damit ist jetzt Schluss. Das ist der Hammer, oder? Eieiei. Der Gesetzgeber griff endlich durch und beschloss, Ein-Personen-Haushalte werden abgeschafft. In der ersten Stufe der neuen Umsetzungsverordnung sind ab sofort Wohnungen und Häuser mit einer Fläche von mehr als 90 Quadratmetern betroffen. Wer allein lebt, darf nicht länger diesen übermäßigen Raum beanspruchen, während tausende Menschen auf der Suche nach Wohnraum sind. Ja, ma. Die Umsetzung ist radikal. Menschen, die allein in Wohnungen leben, werden zwangsweise einen Mitbewohner zugeteilt bekommen. Ein Mitspracherecht hinsichtlich Geschlecht, Alter oder Herkunft ist nicht vorgesehen. Die genaue Umsetzung erfolgt gestaffelt. In der zweiten Stufe wird diese Regelung auf Wohnungen ab 26 Quadratmetern ausgeweitet. Nicht betroffen sind Wohnungen kleiner 25 Quadratmeter. Ja, das ist. Der Staat zahlt Miete und Nebenkosten und Versicherungen. Aha. Die bisherigen Mieten samt Nebenkosten werden ab Einzug eines Mitbewohners vom Staat übernommen. Na, dann kann man Jetzt. sich ja vorstellen, welche Mitbewohner das dann sind, ne? Ebenso die Kosten für Hausrat, Brand, Unfall, Kranken, Tagegeld und Lebensversicherung. Mensch, sind wir großzügig. Diese Form der Unterbringung ist für den Staat günstiger, als weitere Containerdörfer im Stadtpark zu errichten oder Hotels anzumieten. Also, da fällt einem doch die Klappe runter. Wie du siehst, habe ich noch immer den Mund offen, weit. Ich habe auch gerade ein bisschen Schnappatmung. Sag mal, wo sind wir hier gelandet? Im schönsten Deutschland aller Zeiten. Einquartierung, Einquartierung wie? Ja, um 1949. bereits nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 11 Millionen Heimatvertriebene aus den deutschen Ostgebieten in Deutschland untergebracht. Damals rief man zur Solidarität auf. Heute wie damals nennt der Staat es Zwangseinquartierung. Jeder noch so kleine Raum wurde zur Wohnung und es herrschte eine gemeinsame Verantwortung für das Land. Ähnliches sei heute notwendig, um die Wohnungsnot zu bekämpfen. Welche Wohnungsnot denn? Die haben wir doch nur aus einem Grund. Schade, dass wir den Grund jetzt nicht aussprechen dürfen. Ne. Die Zeit des egoistischen Wohnens ist vorbei, verkündet das Gesetz. Der Hört, hört. Staat wird sicherstellen, dass jede Wohnung optimal genutzt wird. Bald wird Ha. ein Hinweisgeber klingeln. Ja, mach halt nicht auf. Das ist unglaublich, oder? Unglaublich. Ja, Da musst ja, du dir aber ja. überlegen, was das heißt. Also, jetzt gehen wir mal davon aus, du warst 50 Jahre verheiratet, dein Partner ist gestorben, du lebst jetzt in dem Haus alleine. Es muss ja noch nicht mal, die können das ja nicht prinzipiell als Egoismus bezeichnen. Oder warum auch immer du alleine in dem Haus wohnst, ne? Es ist deins. Ja. Aber dieses Zwangseinquartierung, hallo, ja, 49 hatten wir aber ein bisschen einen anderen Zustand. Also nicht, dass ich den mir jetzt wünsche, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Aber wir haben jetzt eine gemachte Situation, die die gemacht haben und wir sollen es jetzt ausbaden. Wie Geht's? immer. Ja, Ist so natürlich. immer so. Ja. Da hoffe ich doch.
dass wir es bald haben. Ja. Haben wir es hoffentlich bald, ja. Können wir das schnell wegmachen, bevor ich mich gerade völlig verhüst? Ja, komm ja von einem Bußgeld Tatbestand zum nächsten. Cannabis-Razzia in Supermärkten, Der gute Verdacht Merkur mal wieder, illegalen Handel und das auch noch im V-Markt. ne? Oh. Die Polizei nahm im V-Markt Marihuana-Setzlinge mit. Ach, die haben sie gleich mitgenommen. Ja, die haben sie gleich Die hatten nur mitgenommen. Bedarf. Zum Eigenkonsum wahrscheinlich. 35 Pflanzen und 9, was? Wie nun? In Füssen 35, in Kaufbeuren 39. Da Ja, hat es sie waren haben. mehrere. Ja. Ja, in diesem Supermarkt hatte die Polizei nur eines auf dem Zettel: Cannabis. Am 17. Oktober fand im V-Markt im Euro-Industriepark eine Razzia statt. Beamte stellten dabei 38 Marihuana-Setzlinge sicher. Hui! Laut Staatsanwalt besteht der Verdacht, dass seit Anfang Oktober 24 die Pflanzen zum Kauf angeboten wurden. Das sei über das Kassensystem nachvollziehbar. Erfüllt der gewinnbringende Verkauf von Cannabispflanzen den Tatbestand des Handeltreibens mit Cannabis und ist verboten. Ach, erfüllt den Tatbestand des Handeltreibens mit Cannabis. Nicht mit Katzen, nein, mit Cannabis. Gucke an. Wie kommst du denn jetzt auf die Katze? Ja, irgendwas, keine Ahnung. Ach Aber so, dass der ja. Verkauf von Cannabispflanzen den Tatbestand des Handeltreibens mit Cannabis erfüllt und nicht etwa mit Katzen oder mit Ach Lavendel. so, ja, entschuldige, ich stand da kurz auf der Leitung, auf der Ja, WLAN-Leitung. Entschuldigung. Nee, also, Ja, ja, ich das frage haben. mich aber immer noch, was machen die denn mit den Pflanzen? Frag mal Herrn Lauterbach, Ob die sich wie der sich das ursprünglich gedacht hat. Das ist doch bestimmt da so ein gewisses Gesetz, was hier jetzt alle durcheinander bringt. Ah, hier, da haben wir es doch. Wie kam das Marihuana in die V-Märkte? War das Ganze vielleicht ein Versehen wegen der neuen Rechtslage? seit Mai ist Cannabis zum Teil legalisiert. Ja, der Handel halt nicht nur der Bespün. Manche Händler verkaufen seitdem ganz offen Cannabispflanzen. Ja, aber dafür brauchst du ja diese Lizenz, ne? Auf Anfrage wollte sich die Geschäftsführung nicht äußern. Das Familienunternehmen betreibt 39 Filialen in Bayern, verkauft dort alles von, ach, Anoraks. Sieben. In München sind derzeit zum Beispiel herbstliche Grabkerzen und Halloween-Kostüme im Angebot. Ganz ehrlich, da ist aber Oh, haben wir gleich mal Cannabis wohl Werbung gemacht. sinnvoller als das Halloween-Kostüm. Aber wir haben gleich mal Werbung gemacht und mit vorgelesen. Jetzt rennen sie alle in den V-Markt. Wegen der Grabkerze. Ja, sicher, weshalb sonst? Ich meine, die Setzlinge sind ja jetzt weg. Aber man könnte gucken, ob man noch vielleicht eine in der Ecke irgendwo findet. Na dann, holen wir uns Grabkerzen, weil Bengsten gibt es ja nicht Du mehr. willst ja nur mal gucken, ob in der kleinen Ecke vielleicht noch eine ganz kleine Pflanze steht, oder? Ich glaube, der V-Markt, der hat jetzt definitiv Werbung gehabt und hat Zuwachs bekommen. Da werden doch wohl jetzt einige noch mal nachgeschaut haben. Und wenn wir schon mal Ja. da sind, dann nehmen wir die Butter halt auch gleich. Ach nee, V-Markt hat keine Ich Butter. meine, jeder Artikel, der vom Merkur gebracht wird, bekommt Werbung. Ja, das ist doch logisch. Spielst du auf einen besonderen an? Bei uns hat Nein, nein, kann ich nicht. nein, war Nö. ganz reiner. Der Rand blieb aus. Schade. Der kommt noch. Dann wird er wohl im V-Markt auch ausbleiben. Aber ich war noch nie in einem. Ich weiß gar nicht, wo der nächste ist. Aber wenn die Anoraks haben, finde ich gut. Und die Zwiebeln natürlich. Ach ja. Zwiebelkuchen. Naja. Die einen, es gibt ja auch Menschen, die das so als Medikament nutzen, ne? Ja, finde ich gut. Ja, finde ich auch gut, aber es gibt ja auch noch andere Sachen. Die haben dann so komische Nebenwirkungen, wie in unserem nächsten Artikel zum Beispiel. Gucke Du mal. meinst Medikamente, genau, diese Sachen, die Medikamente könnten rauen Hirne schrumpfen lassen. Und natürlich geht es um Verhütungsmittel. Was sonst? Ah. Heute nehmen weltweit mehr als 150 Millionen Menschen, vor allen Dingen schön, oder? 150 Millionen Menschen die Pille. Man darf ja jetzt nicht mehr schreiben, dass es Frauen Aber wenigstens sprechen Sie von Menschen, nicht von Personen. Aber trotzdem, Hey. hallo Frauen. Jetzt, ein Mann, der die Pille nimmt.
Ja, nee, nein, glaube ich Naja, nicht. obwohl, wenn die Tampon mit Tampons rumflitzen wollen, dann dürfen sie jetzt auch die Pille nehmen. Aber Richtig. die müssen die nicht mehr nehmen, um das Frauenhirn schrumpft, also um ihr Hirn. Also oben schrumpft das Frauenhirn und unten nehmen aber nur Menschen die Pille und keine Frauen. Ist ein bisschen Widerspruch in sich, liebe Melanie Ranoff. Jetzt Musst du bin nochmal ich drüber verwirrt. arbeiten. Und Experten, also Studien liefern Hinweise. Meine liebe Cassie, das ist doch was für dich, oder? Immer, immer. Stimmungsschwankungen, aha. Ach was. Nun von offensichtlichen Nebenwirkungen. Ach, vorher waren wir keine. Zu den beliebtesten Verhütungsmitteln. Erst in den letzten Jahren rückt sie nicht in Kritik. Die war schon, ist schon seit Ewigkeit in Kritik. Es wird nur ignoriert, aber macht nichts. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die hormonelle Verhütung sogar Auswirkungen auf das Gehirn von Frauen haben könnte. Vor allen Dingen, wenn du mal überlegst, wie lange es die Pille schon gibt, ne? Das nehme ich erst 3 Jahre oder so. Und jetzt finden sie es erst heraus. Na, herzlichen Glückwunsch. Naja, so eine Studie dauert seine Zeit. Muss ja erstmal Vor genug allen Dingen, Frauen wenn finden. die Studienmacher auch die Pille nehmen. Ja, und muss ja auch erstmal genug Frauen finden, die da so ins Studium passen, nicht wahr? Aber weißt du, wenn ich das lese, könnten einzelne Hirnareale schrumpfen lassen. Da sind wir wieder beim Anfang gelandet. Jetzt weiß ich, warum wir um mich rundherum so viele dumme Könnte eine gewisse Kausalität bestehen? Ja, ich denke. Zur Erklärung. Oh, naja, es wird uns jetzt zu so wissenschaftlich. Wissenschaftliche. Oh, was? Wissenschaftlerin scannte ihr Gehirn 75 Mal. Ich Und da glaube, ist da immer muss noch ich was nicht mehr die Pille übrig. nehmen, oder? Damit das Oh. schrumpft. Gut, gehen wir weiter. Oh, war ja. Oh. 75 Mal, da ist doch von dem Ding nichts mehr übrig. Oh, na, Ah. der hat aber auch 75 Mal das Gehirn gescannt, oder? Naja, irgendwie muss er ja da hochgeschwebt sein. Hä? Wir schweben ins All. Plötzlich moderiert Söder aus dem Weltraum und kündigt, das sollte man vielleicht sagen, und droht ganze Videoserie an. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Wird das jetzt die neue Serie auf Netflix oder was? Oh, war ja. Nein, auf X, Mäusel, Ach auf so, auf X. X. Oh. Wieso darf denn der auf X posten? Na, da darf doch jeder Söderspace, posten. Hashtag Söderspace. Oh, war ja. Wir begeben uns auf eine Reise ins Weltall. Es ist faszinierend. Wir starten mit der Rakete und verlassen unseren Planeten Da und habe ich nichts bleibt doch dagegen. gleich da. Ja, ja, ja. Ja. Ich hätte noch ein paar Mitbegleiter, die du mitnehmen kannst. Könnt ihr das schnell machen? Ja, besser Beeilt gestern als euch. morgen. Ja. Ja, weil dann müssen wir nicht den Planeten verlassen. Ja, da können wir hier bleiben. Da können wir den Alien sagen, ich bleib doch da. Ich hab's mit. Ihr müsst mich nicht mitnehmen. Nehmt doch die. Was war? Er war nach eigenen Worten schon als Kind fasziniert vom Weltraum und will gleich eine ganze Serie von Videos zu dem Thema veröffentlichen. Ach. Er meinte, Söder, ein kleiner Trekkie? Ich hoffe nicht, dann will ich jetzt keiner mehr sein. Es geht ja um unsere Regierenden, Die Gierenden. die Gierenden. Ja, unser kleiner Herr S. Punkt, der macht schon lustige Sachen. Neulich noch mit Schnauzbart an der Pyramide. Und heute schon mit Astronautenjacke im Weltall. Ach, Der kann schön. was. Der Also, kann ich meine, was. so einen im Ester gab es auch noch nie, oder? Also, der ist ja herausragend. Oi, und er kann sich Reisen leisten. Und andere müssen sich Einraumwohnungen teilen. Du zahlst doch die Reisen. Ah, stimmt, Rat mal, alles was für du von mich. Montag bis Freitag so einen ganzen Tag machst. Ah, ah, ah. Du scheffelst seine Reisen. Ja. Können wir bitte auf das allererste Bild zurückkommen? Ja, unbedingt. Okay. Jederzeit gerne. Du kannst es immer wieder einblenden. Es wird mein Okay, Tag warte, machen, das zu ich machen. blende mal was anderes ein. Ja. Ich werde versuchen, mich heute so zu verhalten, als wäre die Welt in Ordnung. Und dich nicht umgeben von DNA-mutierten und geschlechtsverwirrten Idioten. Wünsch mir Glück. Ja, das hilft auch nicht mehr.
Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Wünschen wir uns alle Glück. Passt super, danke. Kommen wir von der Weltallblase in eine andere Filterblase. Vielleicht fliegt ja der Söder gar nicht richtig ins Weltall. Vielleicht werden da Meinst ja du, auch es nur ist nur manipuliert? Technologien. Oh. Manipuliertes Ergebnis wie KI, ihr Such. Ich habe beim ersten Mal habe ich auch Suchtverhalten Ja, eingesteuert. also fast dasselbe. Ja. Da ist kein großer Unterschied. Aber ist dir das auch schon aufgefallen? Also ich weiß es ja, aber ich finde das total krass. Ja. Und weißt du, wo es mir damals das erste Mal aufgefallen ist, als die angekündigt haben, dass die Homöopathie nicht mehr gut finden? Da hast du damals, wenn du irgendwie, früher war es immer so, wenn du irgendwie eingegeben hast, du hast dich geschnitten am Finger oder so, ne, und wolltest irgendwie irgendwas Natürliches oder hier Omas Heilmittelchen, dann hat es dir auch immer so homöopathische Sachen angezeigt, gleich mit auf der ersten Seite. Und mittlerweile, wenn man das jetzt macht, sind dann so die guten Sachen. Pst, 5, 6 Seiten weiter hinten. Ja. Gell? Ja. Ja, diese so. Oder was auch immer schön ist, du redest mit jemandem über irgendwas. Also du und ich würden uns jetzt darüber unterhalten, dass wir irgendwie, keine Ahnung, neue Gardine kaufen wollen. Ich hasse Gardinen. Und wenn du das nächste Mal in Google gehst, steht da bestimmt da ein Gardinenangebot. Das finde ich immer sehr spannend. Ja, richtig. Ja, ich glaube, das kennt jeder von uns. Diese kleinen, aber es war bestimmt früher eine Verschwörungstheorie. Die kleinen Mithörer ließ. Auf Wie die. beeinflusst Ja. künstliche Intelligenz die Online-Suche und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Medienkompetenz? Revolutioniert die Art und Weise, wie wir im Internet nach Infos suchen. Ach. Aha. Verstärkt auf KI-Technologien, um das Nutzererlebnis zu verbessern und präzisere Ergebnisse zu liefern. Ja. Nur ich habe Dies mal ja führt auch die dazu. Gott-KI, ne, mit der du da quatschen kannst. Genau. Dies führt dazu, dass zwei Personen, also Menschen, bei identischer Suchanfrage unterschiedliche Ergebnisse erhalten können, je nach ihren bisherigen Online-Aktivitäten und Präferenzen. Ei, gucke. Ja, mir ist übrigens auch schon aufgefallen, das fand ich am krassesten, das ist noch gar nicht lange her, das war vor einer Woche oder so, da haben meine Mama und ich was gesucht und es war total witzig, je öfters wir das beide dann eingegeben haben, desto teurer wurde das Produkt. Oha. Ich hatte das schon ein paar Mal so im Gefühl, weil, und dann dachte ich mir, ich habe es mir eingebildet, aber da hatten wir den Beweis. Das ist die Bestrafung dafür, dass du nicht gleich beim ersten Mal bestellt hast. Oh ja, Entschuldigung. Ja. Nee, es ist schon verrückt. Das ist, nee, gefällt mir nicht. Naja, es ist unschön. Der Forschungsbedarf in diesem Bereich ist erheblich. Natürlich Natürlich. brauchen wir Experten und Forscher und überhaupt, aber am besten Ja. welche mit, wo das Gehirn schon geschrumpft ist. Gleichzeitig entstehen neue Kompetenzbereiche. Die Entwicklungen bergen jedoch auch die Gefahr einer wachsenden digitalen Kluft. Mit steigenden Anforderungen an die Medienkompetenz besteht das Risiko, dass Teile der Gesellschaft den Anschluss verlieren. Oh. Oder hier, kritisches Denken gewinnt in diesem Kontext enorm an Bedeutung angesichts der zunehmenden Verbreitung von Falschinformationen und KI. Auch immer In so der dieses Regierung. Unterschwellige, Ja, ne? So dieses. wird es unerlässlich, Informationsquellen sorgfältig zu prüfen. Das war schon immer so, das solltet ihr aber mal als erstes tun. Und Ah. die Glaubwürdigkeit von Inhalten zu hinterfragen, die Fähigkeit zum Fakt-Checking wird zu einer Schlüsselkompetenz. Oh, oh, Aha. oh. Na da. Dann sollen Sie mal mit gutem Beispiel vorangehen, ha? Das meinte ich ja damit, genau. Ja. Aber es, Unglaublich. ich habe heute schon Ah. ganz schön oft geschnauft, stelle ich gerade fest. Ja, es ist auch Zeit zu schnaufen, sage ich mal. Schnaufzeit. Es ist Schnaufzeit, mindestens noch eine Woche lang. Und vielleicht, ja, mal gucken, wie oft wir danach noch schnaufen und schnauben müssen. Ich hoffe nicht mehr so oft. Ich hege große Hoffnung für den November. Remember, remember? Ja, Ja, dafür. wie ist denn da dein Tipp? Ach, es ist so schön. Ich neige dazu. Oh, ich weiß nicht zu wählen. Ja, weiß nicht, klingt so
so sympathisch neutral. Ich fand die Unterschrift zu diesem Post, hat mir eine Freundin zugeschickt. Bin aufgeregt. Was, wenn? Weiß nicht, gewinnt. Eben, ist dann Schnaufzeit? Dann ist große Schnaufzeit. Also, ich will jetzt gar nicht großartig, wir wissen ja alle. Aber es ist doch wieder eine wunderschöne repräsentative Na, wie Umfrage, gut, oder? dass hier niemand manipuliert, gell? 100 Leute haben wir gefragt. Da gab es mal so eine Spielsendung im Fernsehen, die fand ich immer toll. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Meins, waren da auch, war da weiß nicht auch als Antwortmöglichkeit? Nee, gell? Da gab es ja nur ja, also nur richtige Antworten. Ich meine, man hat auch weiß nicht gesagt zwischendurch, aber Punkte gab es nicht dafür. Als ZDF schon, immerhin 5%. Immerhin 5 Prozentpunkte. Aber es ist auch eine ganz schöne Statistik, gell? Es steht nicht mehr da, wie viel sie gefragt haben, gar nichts. Ja, und auch großes Lob an den Grafikhersteller. Hat er ganz, also im Farbtopf ist er nicht gefallen. Nö, nö, vielleicht war das wieder so ein, hey Praktikant, wir brauchen da mal noch, mach mal schnell. Praktikanto. Ja. Aber Quelle, CDF. Vermutlich ist die Umfrage dort in der Redaktion, hat die dort stattgefunden, oder? Ja. Haben Sie da mal die 5 Sekretärinnen und die 3 an der Kaffeemaschine gefragt? Ja, aber erst 10 Minuten nach Einnahme der Babypille. Also ich würde noch mal mit Onkel Trumpi reden und sagen, Das können wir war nicht machen, wichtig. dass Weiß nicht gewinnt. Ja, Es ist ein ich wollte lustiger. gerade sagen, lass mal Kid Rock anrufen, der kann nämlich direkt bei Trump anrufen und das weitergeht. Ja. Onkel Trump, wir hätten gerne Weiß Ja. nicht. Stell dir mal vor, da würde jetzt so ein kleines Männchen mit einem T-Shirt, Weiß nicht. Ich Onkel bin Trump, die nächsten 4 Jahre haben wir doch jetzt auch noch Zeit. Schieb doch noch mal Weiß nicht ins Rennen vorher. Mal gucken, was wird. ganz spontan hat beim ZDF Herr Weiß nicht gewonnen. Das wäre es ja. Ach ja, wir leben im Zeitalter der Transformation, nicht wahr? Und das trifft ja so sämtlich, so sämtliche Branchen. Ja, Also, leider. ja, das führt Das uns. kann was Gutes sein. Wie war das? Das kann, muss aber Es nicht. kann was Gutes sein, muss aber nicht. Aber kannst du eh nicht ändern. Ändern kann man es nicht, die Transformation ist voll im Gange. Was das jetzt für die nächste Branche bedeutet, wird sich noch herausstellen. Wir wollen ja nicht mutmaßen, aber wir können es ja mal einblenden. Den Artikel haben wir nur deswegen mit reingenommen, weil diese Überschrift einfach wieder großartig ist. NTV hat sich volle Kanne Mühe gegeben. Da war auch El Practicanto. Jobschwund in der Autobranche. Arbeitsmarktexperte. Jetzt du bitte. Transformation heißt Umbruch, nicht Einbruch. Ne? Optimistisch gestimmter Herr, oder? An wen denken wir da beide gleich bei dieser Überschrift? Was fällt uns da ein? Wer redet da auch so Warte, ganz gescheit daher? warte, 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 das klingt so ein bisschen wie Unternehmen Unternehmen? sind insolvent, sie hören auf zu verkaufen. Ja. Wir wollten nur mal dran erinnern. Klingt ähnlich. Können wir nochmal da betonen? Kinderbuch-Co-Autor. Märchenerzähler. Aber nur Co-Märchenerzähler. Ja. Allein kriegt das auch nie hin. Ah, Ach. deswegen aber so, aber bei den schlauen Sätzen. Und NTV hat da wohl offensichtlich direkt vom Meister gelernt und abgeschrieben. Beziehungsweise der Arbeitsmarktexperte. Genau. Weil ja wir uns ja jetzt hier verkaufen, sichere Shops in der Autoindustrie, diese Zeiten sind lange vorbei. Laut Verbandsangaben braucht die Branche in den kommenden 10 Jahren rund 140.000 Beschäftigte weniger. Das wäre jeder fünfte Job. Naja, hier, wie ist denn der Konzern, der da gerade schon anfängt und ankündigt, dass er mindestens zehntausende Plätze, im Übrigen in Deutschland, ist aber auch nur ein deutsches Unternehmen, in Deutschland abschafft? Wollen wir jetzt Namen nennen? Nein. Wir wollen ja keine Werbung machen. Ne? Seit 2019 hat die Autoindustrie bereits 75.000 Beschäftigte verloren. Dabei war doch die Autoindustrie in Deutschland doch mal so
das Steckenpferd, oder? Ja. Ja, haben sie gut gemacht. Ganz fein. Ja. Wir transformieren jetzt. Wir brechen Umstand ein. Das wird schon. Das wird gut. Das wird gut. Das klingt nach einem Plan. Das klingt nach einem Plan. Und weißt du, das ist auch gar nicht mehr schlimm, weil wenn dann nämlich jetzt 150.000, die ja dann keinen Job mehr haben, oder 140.000, und die ja dann nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, dafür gibt es ja schon die Lösung, die ziehen ja dann jetzt bei dir und bei mir ein. Wir haben ja noch Platz. Ich habe keinen Platz mehr. Natürlich haben wir keinen Platz, aber das, hallo, Zwangseinquartierung, da zählen die Haustiere nicht mit. Schade. Aber Haustiere können dafür schützen, dass zumindest Ich wollte einige. ja, ich wollte gerade sagen, Sie können ja mal versuchen, an meinem Haustier vorbeizukommen. Es soll ja so gewisse Menschen geben, die gar keine Lust auf Hunde haben oder Katzen. Ja, oder allergisch reagieren, ne? Und die als schmutzig und unreine Wesen bezeichnen, obwohl ich da ja ein großes Veto einwerfe. Aber das führt jetzt zu weit. Ja, ich wollte gerade sagen, wir weichen ganz schön vom Thema ab. Ja, entschuldige bitte. Weißt du aber, woran mich das Bild dort erinnert? Du meinst der Sturm da, Ja, die Wolken? genau. Ja. Erinnert mich an einen Sturm. So sieht es nämlich ja aus. Du wolltest sie ja unbedingt dabei haben. Bitteschön. Ich bin die in der Mitte. Ich habe auch die Haare heute schön. Die warten auf den Sturm, so wie wir zwei. Lass uns windschnittig den Sturm entgegenhupen. Alles klar, dann muss ich vorher noch mal zum Friseur. Ach, ein bisschen Spucke und Gel, passt schon. Aber sie sind schon putzig, oder? Ja. Ach, ich liebe es. Aber wenn ich so aus dem Fenster gucke und das Wetter sehe, jetzt gerade nicht, aber weil es schon dunkel ist, aber an sich heute den ganzen Tag, weißt du, da wo die da gerade sind, da wäre ich auch gern. Ja, definitiv. Ja. Aber in Berlin wäre ich jetzt nicht gern. Unter anderem deswegen. Wegen der bösen Biber. Da sind sie wieder, die bösen Pieper. Sind sie von Gotha glatt bis nach Berlin gepiepert. Pieper sind in Gefahr. Ach, Oh. sind Gefahr, nicht die sind in Gefahr, sondern sie sind nämlich die Gefahr. Pieper sind die Gefahr, genau. Für Flugzeuge. Abschüsse genehmigt. Was? Also nicht Abflüge, Abschüsse. Abschüsse, Wollen wir jetzt auf die Biberabschütze. armen kleinen Bibers schießen? Ja. Nee. Doch. Nee, das Doch. verbieten wir. Ja. Wir brauchen unbedingt einen Bibertunnel. Eine Bibervereinigung. Die Bibervereinigung muss jetzt einen Bibertunnel oder eine Biberbrücke bauen, damit dieser Rückstau aufhört. Ach, in einem Okay. Graben am Hauptstadt. Also der Berliner Flughafen, da gibt es auch, die haben auch für alles eine Ausrede, wenn da irgendwas nicht funktioniert, oder? Jetzt sind es die Biber. Ist Verstopfung das der nicht in Ordnung? Wehranlagen. Du, Unschön. Cassie, können wir vielleicht lieber so ein paar Biber aufnehmen? In meiner Badewanne ist Platz. Ich glaube, das kann ernsthafte wirtschaftliche Schäden verursachen. Wenn wir die Biber aufnehmen, ja. Ja. Weil dann ist ja kein Platz mehr für anderes. Richtig, genau. Und für die gibt es ja dann auch keine Bezuschussung für die Miete und so. Aber ich schwöre dir hoch und heilig, es würde meine Laune extremst heben, wenn ich morgens ins Badezimmer komme. Und dich dann sowas aus der Wanne anguckt, ja? Hoi. Ich würde auch, da bekommt dann so nicht Tannenbäume, sondern da hast du dann halt dieses Jahr Weihnachten oder was auch immer man feiert. Dann könnte man statt einem Nadelbäumchen sich vielleicht in Laubbäumchen reinstellen, noch den Rest, weil der Herr Bieber hätte gute Verwendung. Oder? Ja, theoretisch schon. Es Ich finde ist es ja. aber traurig. Also, nie, nicht traurig. Falsch. Also, ich finde es schön, wie die Tierwelt die Menschen trollt und ihre blöde Technik. Und vor allem diesen dämlichen, also wie gesagt, nochmal, ich bin mir sicher, dass der Biber überhaupt nichts dafür kann. Da geht es garantiert wieder um irgendwas anderes. Weil die irgendwas vergeigt haben. Diesen letzte Seite habe ich ihn weniger wegen des Textes mit Ich weiß. reingenommen. Das habe ich mir fast gedacht. Ich kenne dich ja langsam. Langsam, ich dachte, wir kennen es doch schon so lange.
Und zuletzt waren beim Hochwasser entlang der Oder etliche Biber erlegt und bla bla. Aber dann, ne, wir kommen von den erlegten Bibern zu. Ach, und übrigens, falls Sie einen flachen Bauch haben möchten, bitteschön, machen Sie das. Und vor allem, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, dass die KI doch unser Surfverhalten und daraufhin dann die Anzeigenwerbung, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich habe nicht nach flachem Bauch in den 60ern bei Männern. Mag sein, aber wäre es von mir geöffnet worden, wer weiß, was da für eine Anzeige gestanden hätte. Mit Sicherheit eine andere. Also es impliziert schon deine Suchstrategien und dein Es Internetverhalten, ist nur, nicht meins. ich schwöre, nein. Es ist ein großartiges Bild, wo ich die ganze Zeit schon so. So, liebe Männer, ihr wisst, wie das geht, ne? Auf dem Hocker sitzen, ersetzen und Und Beinchen hoch. linker Arm zu rechten Fuß und umgekehrt. Genau. So, genug Sport für heute. Widmen wir uns nochmal Schafen. Tun wir das nicht tagtäglich, ob wir wollen oder Ja, nicht? aber das sind ganz besondere Schafe. Guck. Die LGBTQ-Schafe? Ja, das ist wieder verkehrt rum. So. Ja, das hatten wir ja schon mal mehr oder weniger, aber ist wieder total schön, weil das ja der Onkel ist, der, wo der Bill Kaulitz, für den, die nicht kennen, das ist der Bruder von dem Lebensgefährten von Tante Heidi, richtig? Ehemals Tokyo Hotel. Was auch immer. Ja. So, anders als ihre schwulen Artgenossen dürfen die Böcke hier leben und lieben, wie sie wollen. Ist es nicht schön? Also für die, die nur zuhören, es ging nochmal um diese schwule Schafherde, ne? Die da die erste ihrer Art Deutschland. in Natürlich in Deutschland. na wo sonst? Ja, eben. Michael Stücke besitzt ganz besondere Stücke, Schafe. Ungefähr einem Jahr hütet er auf seinem Hof in Löhne in Ostwestfalen zusätzlich zum normalen Schäfereibetrieb eine weitere neue Herde. Spätestens jetzt, finde ich, müsste man die Diskriminierungsbehörde einschalten, weil warum sind denn das eine normale Schafe und das andere dann halt nicht normal? Die schwulen Schafe, vielleicht sogar der ganzen Welt. Aus der Wolle entsteht eine Mode-Kollektion, deren Profite vollständig in Projekte fließen, die Quatsch, quere Rechte, was auch immer, weltweit stärken. Hinter dem Projekt Rainbow Wool. Na dann, aber kann ich mal kurz nachfragen, woran machen die denn fest, dass die Schafe schwul sind? Da steht doch da unten, Studien haben ergeben. Was sonst? Studien zufolge sind rund 9% aller Schafböcke homosexuell. Die Tiere interessierten sich ausschließlich für andere männliche Schafe und seien damit für Züchter uninteressant, sagt Aber Stücke. wenn du eine Herde hast, wo nur Böcke sind, na dann, wie soll dann damit Mädels, wenn da keine Mädels sind? Naja, die kommen ja danach erst dahin, aber wir schweifen schon wieder ab. Wie Du, sind das sind aber. Sachen, da darfst du mich nicht nach Verständnis fragen oder nach Erklärung, weil ich check's doch selber nicht. Das ist traurig, meine Liebe. Ich bin verwirrt, ich gehöre nicht mehr in diese Welt. Die ist mir zu verrückt. Ich bin dafür, dass immer noch weiß nicht gewinnt. Vielleicht weiß nicht hat Ja, eine Lösung. mit weiß nicht wird alles besser. Bestimmt. Ja. Vielleicht kann Weiß nicht auch unser nächstes verrücktes Studienergebnis erklären. Was hast du uns denn da mitgebracht? Es gibt eine Bundeswaldinventur. Und die hat ergeben. Was machen die denn? Zählen die Einzelner? Erkläre ich dir gleich. Also ich lese gleich vor, was die machen. Sie haben nämlich herausgefunden, dass der deutsche Wald zum Klimaproblem wird. Alle 10 Jahre erfassen Experten von der Bundeswaldinventur, wie viel Wald es in Deutschland gibt und in welchem Zustand er ist. Die neueste Studie zeigt nicht gut. Dem Klima hilft der deutsche Wald daher nicht mehr wie bisher. Und wir haben hier ein Beispielsymbol. Die Klimakrise macht sich im deutschen Wald hier in Thüringen bemerkbar. Aber stopp, der deutsche Wald Der wird zum deutsche Klimaproblem. Wald. Natürlich nur der. Ja? Nur Nur der. der Deutsche, natürlich, nur der Deutsche, weil nur der Deutsche wurde ja inventorisiert. Und der ist ein Problem, der Deutsche.
der deutsche Wald. Das sagst du jetzt. Ich habe vorgelesen. Also, wegen klimabedingter Schäden gibt der Wald inzwischen mehr Kohlenstoff ab, als er aufnehmen kann. Der Wald sei mittlerweile zu einer Kohlenstoffquelle geworden, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in Berlin bei der Vorstellung der neuen Bundeswaldinventur. Das bedeutet, der Verlust an Biomasse ist durch Stürme und Dürre sowie Käferbefall größer als der Zuwachs an lebender Biomasse. Klingt nach natürlichen Ursachen. Die Auswirkungen der Klimakrise machten sich ganz real bemerkbar. Die Folge davon, der deutsche Wald hilft uns nicht mehr in dem Maße, wie wir es bis dahin gewohnt waren, bei der Erreichung unserer Klimaziele. Also dieser böse Wald. Also. Es ist unglaublich, oder? Es ist unglaublich. Ja. Heute haben wir aber nur so, kann ich noch mal schnaufen. Ich schnaufe mit dir. Und der nächste aber Unterartikel, Waldsterben erinnern uns doch beide daran, dass im Biologiebuch, in dem Schwarzen, falls das noch jemand kennt, Biologie heute, da haben wir doch gelernt, der Biowald, der Wald als Ökosystem. Und was haben wir da gelernt? CO2 geht rein, Sauerstoff geht raus. Ich habe tatsächlich noch mal ein bisschen nachgelesen. Was ist das denn? Das hast du doch selber gemalt. Da geht es noch um die Emissionen, um die ich hätte jetzt fast das Wort Chem, AILS gesagt, aber natürlich die nicht, sondern dein Auto und mein Auto, was Schmutz macht, weil es kein E-Auto ist, hier saure Regen überhaupt, und zwar geht es da um diesen Stickstoff und Schwefel und was auch immer. Wie das den Wald zerstört, ja, und dann ist der Wald nämlich kaputt und dann kann er nicht mehr machen. Aber, Moment, der Wald hat nämlich so viele wichtige Sachen, und wenn wir die natürlich zerstören durch sinnloses Rumforsten, was ja, wann war das? Anfang 2021, 22, wo sie doch extra diese Prämien hatten, oder ein bisschen vorher, mit dem hier Fällen abholzen und irgendwas. Und natürlich, da wurden sinnlos Schneisen gemacht, damit der Wald ja auch, ja, dieses Ökosystem zerstört. Aber dann erinnere dich noch, dieser Bericht, den es gab noch, wo die Windräder mitten in den Wald gepflastert werden und dadurch ja auch das Ökosystem zerstört wird. Und dann sagen sie jetzt, aber der Wald ist schuld, weil der kümmert sich nicht um die Klimakrise. Nee, natürlich, wenn wir den kaputt machen, kümmert er sich auch nicht mehr. Nee, was soll er dann noch helfen und retten, ne? Aber ich glaube, der Herr Özdemir, der kennt das Buch nicht. Der Herr Özdemir, der überlegt, wie er jetzt die Bundeswaldinventurergebnisse dafür nutzen kann, die Wälder wegzuholzen, um noch mehr Windräder hinzustellen. Aber die Hamstervereinigung hat mir besser gefallen. Also die Bundeswaldinventur, da mag ich die Hamstervereinigung lieber. Ja, die können sich jetzt auch mal erfolgreich um die Biber kümmern, finde ich. Ja. Also es sind schon schöne gemalte Wolken. Da schon, gell? Da sind sie schick, ja. Da hatten wir noch schöne Wolken. Und im nächsten Bild sind sie auch schöne. Da gibt es auch schöne Wolken. Und damit, echt? Ja, wollen wir mal wieder ein bisschen Optimismus und gute Laune in diese Sendung hier bringen? Stimmt, hatten wir heute ein bisschen wenig. Aber dafür bin ich trotzdem besser gelaunt als vorher. Manche Menschen sind wie Wolken. Sobald sie sich verziehen, kann der Tag noch ganz schön werden. Jo. Aber dass wir das jetzt zum Ende der Sendung nehmen. Ich hoffe, wir beziehen das hier. Andere beziehen das jetzt nicht auf uns beide. Och, ich wollte es gerade auf uns beziehen. Wenn wir uns beziehen, kann der Tag noch schön werden. Okay. In diesem Sinne verziehe ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Dann aber zieh mich mal bitte mit. Ich wünsche euch auch. Zieh dich mit. Aber ich wette mit dir, jeder, der das jetzt gelesen oder gehört hat, hatte so ein gewisses Gesicht im Kopf dazu. Jo. Wollen wir wetten? Jo. Jo. Ihr Lieben, also wir verziehen uns bis ganz bald und habt einen schönen Tag. Und lasst dich natürlich nicht ärgern.
Wünsche ich euch auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.